Der Weltraum. Schwarz und voller Geheimnisse. Hört ihr das? Trommeln, sie kommen von da. Ja, stimmt. Ah, das ist der Planet. Lass mal sehen, was da los ist. Die zwei Aliens? Was sind Aliens? Na, Außerirdische. Die zwei Aliens also fliegen mit ihrem kleinen roten UFO durch den Weltraum. Gerade fliegen sie an einem blauen Planeten vorbei. Hey, das ist unsere Erde! Das UFO bremst und stoppt. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Ich will aber mal was Neues sehen. Ich aber nicht. Ja, ja, ich weiß. Bei dir muss immer alles gleich sein. Braune Jackettjacke, Schnäuzer, ja, keine Veränderungen. Ilse, was soll das? Lass uns doch wenigstens mal ein kleines Grillfest oder so machen. Ich will aber keine Fremden in meinem Garten haben. Wir können doch die Nachbarn einladen, die sind nicht fremd. Ich will aber meine Ruhe haben. Verflixt nochmal. Als Kind bin ich immer viel verreist. Das war noch eine schöne Zeit. Weißt du was? Ich will nämlich aber meine Ruhe haben. Was verstehst du an nicht an dem Wort Ruhe? Ach egal, ich bin fest. Weißt du was? Muss man jetzt raus. Ha ha ha!
Was machen die denn da? Sind die verrückt? Jetzt steht das UFO auf dem Kopf. Na super, und die Kugel fliegt raus. Auweia, da läuft gerade was schief. Jetzt wird es auch noch regnen. Na toll. Oh Mann. Jetzt gibt's Ärger. Erwin, dein Kuchen ist fertig. Hallo, hier spricht Else Schmidt. Ich habe ein Problem. Bei mir im Garten liegt eine große silberne Kugel. Sie ist total elektrisch. Ich habe keine Ahnung, wo sie herkommt und geschweige denn, was ich mit ihr anfangen soll. Aha. Ich kann vorbeikommen. Bis gleich. Hurtig! Nicht hurtig. Seien Sie nicht so hochnäsig, aber egal, ich nehme es auch. Geben Sie ihm das. Das ist die Adresse. Das geht doch nicht zu meinen Törtchen. Hallo. Hallo. Sind Sie Strunz? Ja. Hauptkommissar Strunz. Ja. Sie haben ein Problem? Ja, genau gesagt habe ich 12 Probleme. Das erste ist groß, das ist die
Kugel, die elektrisch ist. Und das zweite ist, dass mein Mann weg ist, nur seine Schuhe da gelassen hat. Aber der ist wahrscheinlich nur wieder abgehauen. Also streiten wir das. Ich vermute, dass jemand entführt worden ist. Das sagt meine Freundin auch. Zeigen Sie mir den Tatort. Ja, komm, geh mit. Haben Sie das fertig? Noch ein paar Aufnahmen. Strunt. Gut, dass Sie uns gerufen haben. Die Kugel ist merkwürdig. Die ist total elektrisch. Das will ich ausprobieren. Jetzt gehen Sie mal bitte da weg. Von der Kugel haben Sie jetzt, glaube ich, genug Bilder, oder? Scheiße, ist die elektrisch. Habe ich es mir gesagt oder habe ich es mir gesagt? Sie haben es mir gesagt. Merkwürdig ist auch, dass Ihr Mann verschwunden ist. Wie kommen Sie darauf? Ich sage Ihnen, er ist entführt worden. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen um meinen Mann. Sie kennen ihn nicht. Der ist wieder abgehauen. Das ist unser einziger Anhaltspunkt. Chef, da ist was abgesplittert. Gut, Hurtig, das bringen wir mal ins Labor. Okay. Wir warten, bis der Regenschauer vorbei ist. Nee, wir sehen uns erst mal um. Was hast du gefunden? Sie sind aber ja zu nichts zu gebrauchen. Im Ernst. Ich kann nicht mehr. Mist, jetzt regnet schon wieder Strunz. Was sollen wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in meinen neuen Dienstwagen und hauen ab. Okay. Den Schuh, den kann sie wieder mit reinnehmen und die Kugel bleibt da, wo sie ist. Am besten noch nicht anfassen. Und wo ist Erwin? Erwin ist im gelben UFO. Ich höre ihn schnarchen. Ich habe ein Tipo. Mein Tipo.